Und willkommen zu diesem Intro. Wir gehen mal die Tagesordnungspunkte durch. Dieses Shampoo ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben hatte. Meine Haare glänzen so dermaßen schön und ich könnte ohne dieses Produkt nie wieder leben. Das beste Shampoo der Welt und es kostet dabei nur 295 Euro. Absolut schwachsinnige und mit dem Video überhaupt nichts zu tun habende Produktplatzierung erledigt. Kaffee? Erledigt. So tun, als ob ich gute Laune habe. Erledigt. Ein Videospiel am Samstag aufnehmen, was eigentlich am Sonntag schon kommen soll. Oh, okay. Ja, mein Lieben, heute ist Samstag. Und wenn ihr das, also bei mir, wenn ihr das seht, ist es Sonntag, also einen Tag später. Ich habe mein Kabel verselbstständigt, aber es steckt hoffentlich noch, weil sonst habt ihr keinen Ton. Ja, und ich hoffe, dass ich dieses Video zum Sonntag rauskriege. Ich hatte eben hier mit der Grafik echt ein bisschen zu tun. Jetzt läuft's. Dabei ist mein Rechner auch gar nicht so alt. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal für uns, für meinen Mann, für mich entschuldigen. Uns ist aufgefallen, dass wir ein paar Videos haben, so was zum Beispiel bei The Beast Inside, wie es auch bei mir mit At Dead of Night war, ein paar technische Probleme. Wir sind hier noch nicht ganz gefixt, weil wir waren ja bis jetzt kein Let's Play-Kanal. Und man lernt aus Fehlern. Manchmal sind es gar keine Fehler von einem selber, sondern es streikt einfach die Technik. Und wir sind jetzt dran und sehr bemüht, diese Probleme hinzukriegen. Ja, also wenn ein paar Videos bei waren, auch bisher, die ein bisschen geruckelt haben, wo die Soundeinstellungen nicht ganz perfekt waren, das kommt alles. Versprochen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier sitzen und The Fabled Woods spielen. Dieses Spiel ist gerade am 25. rausgekommen und es ist ja selten bei mir, genau wie auch bei Resident Evil 8, dass ich also wirklich weiß, wann ein Game rauskommt. Und das hier war jetzt sehr, sehr passend. Darum habe ich auch die Demo nicht gespielt von diesem Spiel, weil die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Und so nah dran spiele ich eigentlich keine Demo. Weil man ja einen Teil davon schon kennt und dann ist es langweilig. Ja, wenn man ein halbes Jahr später in ein Spiel geht, dann ist es was anderes. Das Einzige, wo ich das, glaube ich, mal gemacht habe, war bei, bei Don't Be Afraid. Aber weil es ja eher auch dieser Prolog einer Zusatzgeschichte erzählt und keine wirkliche Demo des Games ist. Wir gehen also heute in das Hauptgame. Ich weiß noch nicht, wie lange das Spiel geht. Es soll ungefähr roundabout 2 Stunden gehen. Ich habe keine Ahnung. Dann bin ich am Überlegen, was ich jetzt mache. Kann aber sein, dass ihr für das Spiel keine wirkliche Abmoderation bekommt, sondern das Video dann zu Ende ist und dann nächsten Tag die nächste Folge kommt. Ich mache das ganz gerne, seitdem wir wirklich tagtäglich Videos bringen. Es ist manchmal einfacher, solche Spiele, die nicht super lang sind, am Stück zu spielen und hinterher aufzuteilen. Und dann nehme ich nicht ein Intro und noch ein Outro auf, weil das wäre jetzt auch Quatsch, die Kamera nochmal anzumachen und zu sagen, so, dieses Spiel ist jetzt beendet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal in dieses Game. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich gehe jetzt auch gleich nochmal auf das Spiel ein, wenn wir jetzt gleich drin sind. A visitor? What do I say? It's been so long since I've had company. Oh, it's you. What a surprise. Not a lot of other folks come and visit these parts. I should have known. You should already know me, but just in case. My name's Larry. I was here to be closer to my son, William. Every time I came back to these woods, I could feel him again. If only I could tell him how sorry I am. That's enough about me. We're here for you. These woods hold the answers to your questions. Everything will be explained soon. And this time, please pay attention. Okay, wir haben einen Erzähler, der mit uns spricht. Das hier ist unser Auto, höchstwahrscheinlich. Wir sind wohl in diesem
Durch den Zaun in den Baum, okay. Ich habe mir gedacht, es ruckelt ein bisschen. Das Spiel hat wahnsinnig hochauflösende Texturen. Ja, also ich hoffe, dass es nicht ruckelt, aber die Bewegung scheint flüssig zu sein. Das müsste ich nachher nochmal runterstellen. Ja, The Fabled Woods ist ein Spiel mit extrem geiler und sehr, ja, echt wirkender Grafik. Das sieht toll aus. Ja, wir haben einen Erzähler und wir haben offensichtlich uns, ja, der mit uns spricht. Das Spiel hat eine ganz coole Mechanik, die ich eben bei der Tastenerklärung vermisst habe. Und zwar kann man, glaube ich, sich Erinnerungen hervorrufen, ja, von dem, was passiert ist. Also es ist ein Walking-Simulator, der wohl auch sehr, sehr spannend sein soll, ja, aber dennoch ruhig. Wir werden sehen. Das ist unser Auto. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir folgen dem Weg. Rennen können wir nicht. Gut, wurde ja auch eben nicht angezeigt. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal den Weg hier runter, weil in die andere Richtung können wir eh nicht. Ducken? Nein, können auch nicht springen. Ich bin gespannt, worum es geht. Also es ist, dass ich mal so komplett blind in ein Spiel rausche, weil ich, wie gesagt, ja noch nicht mal die Demo gespielt habe, ist eher selten. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Soll ich mich jetzt... Oh, das Wasser. Soll ich mich jetzt in diesem Wald umsehen? Soll ich was rausfinden? Wer bin ich überhaupt? Das sieht schon... schon toll aus. Muss man sagen. Sorry, ich muss noch mal in die Einstellung. Das sieht so schön aus. Es sieht wirklich toll aus. Die Musik... Okay, da zählten wohl welche. Also ich bin auch gespannt, wie weit man so rumlaufen kann, was da so passiert. Benutze links zum Interagieren. Ah. Ein Rucksack mit dem Namen Ashley. Nichts machen. Hallo, ist jemand da? Noch ein Rucksack? Da ist jetzt nichts. Da steht auch nichts drauf. Okay. Laterne. Kühlbox. Ne? Weil es sieht so aus, als ob... jetzt hat mein Mann gerade geschrien. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Der zockt nämlich auch nebenan. Jetzt weiß ich nicht, ob... ja. Okay, wir gehen mal weiter. Da konnte ich ja jetzt gerade nicht so viel machen. Gut, aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter, oder? Okay, also scheinen die Wege so weit begrenzt zu sein, dass man sich wirklich nicht heillos
verläuft. Ah, halte Space gedrückt, um mich zu erinnern. Jetzt kommt es, okay. Folge den Hinweisen. So, gedrückt halten, okay. Folge den Hinweisen. Sind das die Hinweise? Anscheinend. Da schreit doch jemand, oder? Okay, ich kann Space loslassen, wenn ich drin bin. Das ist in der Tat echt cool gemacht. Ich folge den Hinweisen, okay. Ich weiß ja nicht, was ich da... Wo sind wir jetzt? Ah, es war ganz schwer zu sehen eben. Da wurde dieser Kreis groß eben. Wow. Okay. Jetzt laufen wir hier lang. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier was finden. Okay. Oh, jetzt kommen wir an den Sachen vorbei, die wahrscheinlich für uns wichtig sind. Soll das Blut beschmiert sein oder? Ich weiß es nicht. Wir können nicht rennen, aber er hat eine angenehme Laufgeschwindigkeit. Das ist super. Das ist der Campingplatz. Okay. Wahnsinn, ey. Als wenn der Rest der Welt um uns herum zusammengebrochen ist. Was machen Sie? Lassen Sie ihn los. Das ist wahrscheinlich... Ist die überfallen worden? An dem Campingplatz? Ah, wer bin ich jetzt? Okay. Mit einem Stein erschlagen. Ein neuer Pfad erwartet dich. Ah, okay. Was ist das hier? Ach, hier ist der Stein. Der liegt hier auch. Ja, der ist blutverschmiert. Okay. Ein neuer Pfad. Ach so. Oh. Was ist das? Ist da was? Nee, nicht so richtig. Das ist der Weg, den wir vom Campingplatz gekommen sind, ne? Muss ich jetzt mal sagen, ja. Oh ja. Jetzt sehen wir es. Es ist alles voll mit Blut. Oh ja, auch hier am Zelt. Es ist cool, wenn sich dann die Geschehnisse so verändern, ne? Oh, da ist noch was. Virginia.
Achso, Driverlizenz von Nick Wefter. Okay. Oh, jetzt ist hier alles umgekippt auch. Okay. Ach, jetzt können wir hier durch. Das ist ja, okay, also das Gebiet, in dem wir suchen müssen, scheint relativ klein gehalten zu werden. Das ist natürlich toll. Ja, weil man dann wirklich nicht ziellos durch die Gegend irrt, sondern wirklich, wirklich sich auf das Wesentliche beschränkt. Das hasse ich manchmal bei solchen Spielen. Ja, Edith Finch zum Beispiel war ja auch so super aufgebaut, ne? Dass du wirklich da auch chronologisch vorgegangen bist und nicht lange suchen musstest. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was wir jetzt treffen.